Lucy, was sagst du bei Merdu? Ich habe Oberflächengeschichte. Das gibt's aber nicht. Doch, es gibt es. Nein, das gibt es nicht. Klar, den gibt es nicht. Den gibt es auf jeden Fall gar nicht. Nein. Hast du das nicht schon mal gehört? Nein! Warum schreit ihr so rum? Wir haben nur eine Stunde lang Fluss gespielt und Lucy will uns erzählen, dass Oberflächengeschichte eine Luft wäre. Ja, ich bin Oberkellner. Ich kenne nur Hochmanns. Ich kenne nur Orgelbauer, aber Oberflächenbeschichter gibt es doch nicht. Doch, den gibt es, hätte mein Praktikum gemacht. Was war das? Also, wir sind jetzt bei Albert Surface Street Bands. Hallo, hi. Ich bin die Nathalie. Hallo. Ich bin ihr Oberflächenbeschichter und ich möchte euch heute mitnehmen beim Abdecken, Aufklemmen und Beschichten eures Bauteils, das ich hier mitgenommen habt. Ja, dann. Wir sind hier am Abdeckbereich. Dieser Bereich ist dafür zuständig, um Bauteile abzudecken, wenn keine ganze Beschichtung erfolgen soll. Dieses ist möglich mit Lack, mit Stopfen. Oder auch mit Abdeckband. Wir haben zwei Bauteile mitgebracht, wollen beschichten und wir bringen jetzt zum Sandstrahler. Also wir sind jetzt hier im Beschichtungsbereich. Wir haben zwei Bauteile mitgebracht. Das sind jetzt sandgestrahlt. Das ist ein Musterplättchen. Wir kontaktieren das jetzt, um es später für die Beschichtung besser transportieren zu können und von Platz zu Platz reichen. Fertig für die Beschichtung. Wir sind jetzt in den Vorbehandlungen. Hierbei handelt es sich um eine Ultraschallentfettung. Wir gehen jetzt von der Ultraschallentfettung in die Spülen. Hierbei ist es wichtig, dass wir zweimal hintereinander spülen, um eine größere Verschleppung zu verhindern. Und hiernach gehen wir in die elektrolytische Entfettung. Das ist eine elektrolytische Entfettung, die erfolgt mit Hilfe von Strom. Und wie man sieht, reagiert das Material und geht in Lösung. Wir sind jetzt durch mit der Vorbehandlung und gehen jetzt von der Vorbehandlung in unser galvanisches Nickel. Dieses ist grün, weil das Nickelsalz grün ist und wir haben auch eine Schneereaktion. Man sieht, dass das Bauteil anfängt zu reagieren, es schlägt Blasen. Man sieht schon, dass die Nickel vernickelt wurde. Genau, wir machen jetzt eine Schicht drauf, damit das chemische Nickel dann auch die Reaktion besser erfolgt. Wir haben jetzt von dem ersten Beschichtungsbad, müssen wir jetzt mal spülen, damit wir dann ins nächste Beschichtungsbad gehen können. Das ist ganz wichtig. Damit wir die Verschleppung verhindern. Wir gehen jetzt nach dem galvanischen Nickel ins chemische Nickel. Hier brauchen wir keinen Strom für. Hier muss das Bauteil mindestens 2 Stunden drin bleiben, um eine geeignete Schicht zu haben. Die Beschichtungszeit ist jetzt zu Ende. Wir holen das Bauteil jetzt aus dem Bad raus. Spülen es gut durch, damit keine Rückstände dranbleiben und trocknen es dann ab. Wir machen die jetzt noch trocken und dann
Beschichtung zu Ende. Und so sieht das Bauteil dann nach der Beschichtung aus. Okay.